die heutige Welt ist sehr schnell. Social Media haben nach wie vor Zuwachs. Also wenn man die Facebook-Zahlen anschaut, weltweit, gibt es einen Zuwachs dort. Twitter stagniert jetzt eher. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wo ein Unternehmen tätig ist, ob es weltweit tätig ist, ob es nur in der Schweiz tätig ist. In der Schweiz ist es sicher so, dass Twitter jetzt von den Normalkonsumenten nicht unbedingt so stark genutzt wird, wie das vielleicht in England, in Asien oder in Amerika gemacht wird. Aber die Medienschaffenden, vor allem Journalisten, die tun sich auf Twitter sehr stark informieren. Also ist es wichtig, dass man als Unternehmen dort dabei ist. Und ich denke, dass das nicht weniger wird, dass das da mehr und mehr Journalisten das als Recherchetool, als Informationstool verwendet. Unternehmen, die vor allem Produkte haben, die bildstark sind, die Emotionen reinbringen können, dort sind natürlich gerade das Instagram, das Pinterest oder eben Facebook sehr, sehr entscheidend. Twitter ein bisschen weniger, Twitter ist mehr ein News-Kanal. Wo Unternehmen direkten Kundenkontakt haben, also wo Kunden eine Dienstleistung oder ein Produkt kaufen, dort macht das ebenfalls Sinn. Bei sogenannten B2B-Unternehmen, also Unternehmen, die anderen Firmen etwas verkaufen, vielleicht auch im industriellen Bereich sind, dort ist es eher schwieriger, gerade auf Facebook können irgendetwas zu bringen oder auf Instagram, also jemand, der eine Turbine herstellt, macht das wahrscheinlich nicht so viel Sinn dort, aber trotzdem sind die Unternehmen auch auf Facebook präsent. Dort geht es dann mehr halt um auch Employer Branding, also ein Unternehmen, das sehr interessant kann sein für Mitarbeiter, dass sie sagen, das ist eine tolle Firma, dort möchte ich gerne arbeiten, auch wenn das vielleicht ein industrieller Betrieb ist, wo jetzt nicht gerade Produkte, wo wir alle kennen, präsent haben. Und dort kann das dann ebenfalls entscheidend sein, was für ein Konzept das wir auf Facebook haben. Auf Twitter, wie ich gesagt habe, das ist eher newsartig. Dort gilt es auch für die sogenannten B2B-Unternehmen. Das muss es nicht der direkte Kundenkontakt sein, dass man diesen Kanal ebenfalls für seinen Nachrichtenfluss berücksichtigt. Das ist momentan der grosse Trend, Big Data in vielen Unternehmen. Gerade Unternehmen, die IT-mässig gut ausgerüstet sind, die können natürlich Analysen mit ihren Daten machen. Wenn wir zum Beispiel jetzt unsere Branche, die Reisebranche, nehmen, wir könnten Analysen machen, was für Leute gehen, wenn, woher in die Ferien, sind das mehr Familien, sind das Singles, wie alt sind die Leute und so Sachen. Und da kann man interessante Geschichten daraus machen. Natürlich ist der Datenschutz dort wichtig, man tut ja nicht irgendwelche Namen oder Ziele von konkreten Kunden präsentieren, aber man kann gewisse Trends daraus ablesen und das ist etwas, wo ganz interessante Geschichten kann fabrizieren und gerade die Medien, die sind sehr interessiert immer an Zahlenmaterial, an Studien, an Auswertungen. Und wenn man schaut, da gibt es viele Firmen, die machen das fast wöchentlich, irgendwelche Medieninformationen, die es rauslösen oder über Social Media, über irgendwelche Big Data, die sie in ihrem eigenen Unternehmen ausgewertet haben. Und so kann man das natürlich über andere Medien multiplizieren und das ist nachher gut für das eigene Unternehmen, für das Produkt. Also Big Data ist ein Trend, der jetzt nicht ganz neu ist, aber am Laufen ist. Aber immer mehr Firmen tun ihre Daten systematisch auswerten und auch Kommunikation überkommt Zugriff darauf, damit sie eben kreative, tolle Geschichten machen können, statt einfach nur simple Marketing-Produkte-Geschichten, die sagen wir mal, Medienschaffende gar nicht interessiert.